Park26, moin moin zusammen zu einer neuen Runde Dispo of Mine. Schau mal hier mal, ich kann ja immer nur am Anfang des Tages weiterspielen. Ja, wisst ihr, was ich meine? Was fühlt denn das jetzt hier wie Harry? Jo. Hier geht's offensichtlich nicht gut. Was ist los? Wir haben aber, glaube ich, meiner Meinung nach Killen. Ja. Ja, da sind ja genug. Die werden wir uns auch jetzt auch mal, also eine werden wir uns jetzt mal reinpfeifen. Und dann gucken wir mal, ja, geht mir sicher bald besser. Es geht mir sicher bald besser. Ja, das hoffe ich auch mal. Bruno. Sehr hungrig. Ist aber auch unser Koch. Okay. Soll er sich jetzt reinpfeifen und dann gleich neu kochen, weil kochen kann man ja nur, wenn wieder die Nahrung aus ist. Man kann ja irgendwie nicht so prickelnd. So. Sag mal her. Das können wir uns jetzt gleich hier vorbereiten. Was wir machen hier, 8.30 Uhr schon. Es ist schon Tage her, dass ich das mal geraucht habe. Haben wir keine Kippen mehr? Können wir aber, glaube ich, herstellen. Schauen wir uns gleich mal an. Kalt ist es. Minus 3 Grad. Also, machen wir mal wärmer. So. Das sind Kippen. Hier können wir sie herstellen. Also, das ist eine normale Zigarette. Da ist der Tabak. So, das ist selbstgezogener Tabak. Alles klar. Zigarette. Aha, und das? Drehtabakzigarette. Aha. Okay. Haben wir ja eigentlich genug. Es ist schon Tage her, dass ich zum letzten Mal eine geraucht habe und das hat alles keinen Sinn. Jetzt macht er gerade Kippen. Ich meine. Knalltüte, du. Ehrlich. Stell her, 10 Uhr, 0 Grad, ist nicht wirklich viel, aber auch nicht so extrem kalt. Übrigens ist jemand an der Tür, macht die Kippen fertig. So, wer ist es? Irgendwie bekannt vor, ich weiß aber jetzt nicht genau. Immerhin, lasst mich hier nicht, was. Kommt er? Wo ist er denn? Da ist er doch. Wie denn das jetzt hier? Leute! Hier kein Mist. So, brauche ein Zug. Ach nee, den nehmen wir nicht. Den nehmen wir nicht. Weil der ist eine Belastung. Der isst nur, der kann nichts und wird dann auch sofort krank. Irgendwie jedes Mal. Ich sag nein. Das ist jetzt meine Begründung. Den nehmen wir nicht. Ist totaler Mist, wenn wir den jetzt hier nehmen. So, schauen wir mal ein bisschen Schnee. Halbe Stunde für zwei, okay, mach mal zwei Stunden, das reicht ja noch, ist ja erst 11.30 Uhr. Na, scheiß drauf, Leute, mach. Schüpp Schnee. Anton, guck nicht so. Mann. Lasst mich hier draußen sterben? Nee, du kannst ja auch woanders dahin gehen, da musst du ja nicht vor der Tür sterben. Ist hier alles kein Ponyhof. Lass mal gucken, ob wir da schon mal eine Nachricht bekommen. Was ist denn jetzt los? Wieso geht's denn nicht? Ist jetzt hier wieder Debris drauf oder was? Oh Mann, da nehmt ihr wieder. Arika wird nicht durchkommen. Wieso denn nicht? Die hatte leichte, was weiß ich, Verschnupfung. Was für Pessimisten, du. Eieiei, die ist doch hier alles, ist ein bisschen und ist auf Droge, also auf Medikamente, Mangel an Nahrung. Bist doch nur hungrig und nicht irgendwie sehr hungrig. Macht dich jetzt so fertig, oder wie? Das. Ja, da draußen bricht auch zusammen und schaufelt keinen Schnee mehr. Ja, ist es denn deprimiert? Leute, Leute, Leute.
So, magst du mal eine Kippe rauchen jetzt? Du haust hier jetzt was zu essen rein. Bin ich eigentlich noch nicht so toll, weil ist ja nicht sehr hungrig, aber naja, okay. Da sind 4 Kippen. Wo ist euer Problem, Leute? Hä? Lass die mal quatschen um 3.40 Uhr, 3.50 Uhr. Das ist. Wann fängt die Nacht an? Wann müssen wir losgehen? Weiß ich jetzt gar nicht so genau. Aber mal gucken, was die hier zu quatschen haben. Vielleicht baut es ja noch ein bisschen auf mit dem Deprimiert. 26 Tage schon und immer noch keinen Hinweis mit Friedensverhandlungen und Co. Ja, da unten am Radio. Doch, wir müssen weitermachen. Ja, das ist klar. Es ist hoffnungslos. Nichts ist hoffnungslos. Bitte tun, was ich kann. Ne, es ist gute Einstellung. Aber du kannst doch was, Bruno. Jetzt haben sie aber nicht mehr viel zu sagen. Was macht die eigentlich da mit der Hand? Nur tätscheln, jetzt wird nichts mehr gesagt, gar nichts mehr. Na gut, dann hier, ich befürchte, dass Annika nicht durchkommen wird, bla bla bla, nicht schaffen wird. Der macht wieder nichts, der ist DP, den können wir nicht steuern. Sitzt vom Radio, können wir nicht steuern. Die haben sich nichts mehr zu sagen, die fuchtelt nur mit ihren Händen an dem rum. Ich sag's ja, du. 7 Uhr, wir beenden das mal. Können wir mit dir ins Krankenhaus gehen? Nein, können wir nicht. Weil, wegen Schneefall. Sonst wäre ich mit der nämlich jetzt noch ins Krankenhaus gegangen, weil da ist die Behandlung kostenlos. Kerl, lass mal im Bett schlafen. Bruno soll Wache stehen. Ins Bordell gehen wir nicht. Können wir nicht hin. Scharfschützenkreuzung. Ja. Militärstützpunkt, da kann man handeln mit denen. Tabak oder was? Mögen sie gern. Ich nehme mal Kippen mit. Guck mal. Eine mal. Sonst irgendwie was? Schnee haben wir jede Menge. Okay. Gut, ich weiß nicht mehr, auf wessen Seite sie sind. Ja, das werden wir gleich feststellen. Okay, der hat ein Handel-Icon gehabt, der links läuft. Ich laufe mal langsam, ich renne mal nicht. Weil die werden ja hier ganz schnell aggro, die Kerlchen. Waffenkram. Aber ich nehme es mal mit. Schießt mich nicht. Pass auf, hier ist, ja, ich sehe das schon. Sperrgebiet, ja, aber der hat ein Handel-Icon, also würde er mich jetzt kaum erschießen. Jetzt gucken wir mal, was er hat. Verbände, der hat Essen. Waffen, ja gut, Waffen. Essen, Pillen. Was ist er denn? Bist du schon mit einer Kippe zufrieden? Nee, ist wohl ein Scherz. Munition? Weiß ich nicht. Funktioniert nicht wirklich, gell? Es funktioniert nicht wirklich. Ja gut, wir könnten jetzt das Wasser natürlich selbst mit Schnee machen. Nehmen wir mal anständig was mit. 12 Wasser ist schon nicht wenig. Eine Kippe und ein bisschen Munition, okay. Der ist, glaube ich, gefährlich. Komm mit mir. Was? Was hast denn du jetzt gemeint? Entschuldigung? Such gar nicht erst etwas dumm. Der ist, glaube ich, der uns erschießt, wenn wir hier dann diesen Schrank aufbrechen wollen. Naja, das wird nichts. Der da oben,
Die könnte man nur erwürgen oder so ein Kram, aber totschlagen, aber da kommt der von unten angerannt, so dann. Das lassen wir jetzt mal. Ja. Gehen wir zurück. Mal ein bisschen Wasser. Arika ist zurück, alles klar. Geht aber lang heute, was ist denn los? Tag 27. Hier, bin wieder zurück, Jungs. Alles klar? Wie war die Nacht? Müde ist er, das ist klar. Pavel ist nicht gut. Ja. Ständig krank. Ja, da hört er auf, Depri zu sein, da kann ich mit dir auch ins Krankenhaus gehen. Gut, das ist jetzt eingeschneit, da kann ich nicht viel machen. Dylan hat er auch schon genommen. Bruno, hungrig, müde. Ach so. Hä? Wir haben doch gestern Schnee gesammelt. Was? Was, wer bist du denn? Minus 5 Grad sind's. Nicht wirklich warm. So, jetzt kann ich den da unten steuern. Brennholz haben wir auch nicht mehr. Brennstoff meine ich. Okay. Hau dir mal was zu essen rein. Hier, komm. Das andere Leben wie ein Hund. Machen wir. Wir brauchen Brennstoff und haben doch Schnee abgebaut. Ja. Brennstoff ist wichtig. Eine Stunde dauert es nur, kann die machen. Doch auf, Testar, wenn dem Scheiß drauf zu sagen, mach Hähne. Das reicht erstmal. Okay, der ist satt. In Anführungsstrichen. Die macht unseren Brennstoff. Vier von vier haben wir gleich. Immer quatschen. Wenn ich ja mit dem weiter steuern können, aber es ist schon wieder jemand an der Tür. Was denn? Ach, das sind die Kinder. Der Mutter haben wir nochmal geholfen, meiner Meinung nach. Zwei Essensrationen wollen sie haben. Wir haben aber aktuell gar keine. Den letzte dem Pavel gegeben, müssen wir erst kochen, wenn wir überhaupt noch Zutaten haben, weiß ich nämlich jetzt nicht, also vielleicht später, ja genau, nicht helfen ist nicht gut, vielleicht später machen wir mal, kann man jetzt mal ins Radio gucken, also lauschen. Die Gräueltaten, ja. Viele Menschen getötet, das ist mir jetzt klar. Haben wir hier alles? Das ist alles. Noch mehr Gräueltaten. Bla bla bla. Bildmusik. Musik spielen. Gut, der Empfang ist irgendwie nicht so wirklich prickelnd, wenn sich das anhört. Die quatschen auch noch, beziehungsweise haben das Quatschen eingestellt und tun sich wieder betätscheln. Okay, es ist kalt, minus 5 Grad, haben aber Brennholz. Bedeutet, leg mal was auf, du kochst was. Bin jetzt Pavel. Ah, der nimmt sich Pillen, okay, ja, ist okay. Die Tabletten sollten helfen, naja, ich hoffe. Jetzt wird er was essen, aber eben. Erstmal rauchen, das mag er ja, der ist ja Raucher. Ah, leg dich ins Bett. Ich guck mal, wenn ich den steuern kann und wenn der Schnee. So, das kann ich ja vorher nicht sehen, ob ich zum Krankenhaus kann oder nicht. Das sehe ich ja erst, wenn ich die Person schon ausgewählt habe.
Ja, blöd, ne? Ja. -1. Ich glaube, es wird kalt. Lass sie mal liegen. Tag beenden. Dann haben sie jetzt schon einige Stunden geschlafen. Der dürfte jetzt nicht mehr müde sein. Ja, ist er auch nicht. So, was guck mal. Dann können wir noch nicht hin in diese Ausgegrauten. Das ist noch wegen dem Schnee. Könnten wir in die Kirche gehen, oder? Was mitnehmen? Eigentlich nur die Brechstange. Wenn man in die Kirche lädt. Gutes. Sehen, was bei rauskommt. Kind kam ich mit meinen Eltern hierher. Naja. Nein. Leute, nicht immer diesen Munitionskram. Ist doch Mist. Da komme ich nicht durch. Komme ich nicht durch? Wann komme ich da nicht durch? Also da oben lang. Renn mal. Okay, da kann man wenigstens ein bisschen jetzt sehen. Rechts ist noch nichts zu sehen. Gehen wir darüber jetzt. Okay. Kann ich verstecken. Dieses Icon da. Da unten jetzt aufgeblinkt. Da kann ich mich auch verstecken. Ich will eigentlich was suchen. Ah, da, okay. Da ist was. Ach, Munition. Alles hier, Munition, Schießerei und das bringt mich jetzt nicht wirklich weiter. Hinten steht einer. Das ist, glaube ich, ein... Ne, da gehe ich nicht hin. Ich gehe mal da runter. Der geht ja jetzt hier runter, ja? Nicht nach rechts. Okay, alles klar. Die aufmachen. Was macht der Typ da oben? Haben wir hier, okay, ein bisschen Kaffee und Elektrobauteile. Oh, ein Verband. Eine Gitarre, eine zerbrochene Gitarre. Die kann man, ich weiß nicht, ob da noch was fehlt, kann man die reparieren und dann. Problem ist, dann machen. Kommt der da runter? Nicht da hoch, nicht da hoch. Jetzt geht er da. Kann ich das nicht unterbinden, unterbrechen? Zurück. Jetzt geht er wieder hoch. Du sollst nach links gehen. Ja. Bruno hat sich hingelegt. Toll, Bruno. Musstest du da hochgehen? Bist du zu blöd? Warum bist du nach links gegangen? Mann. Bruno ist gestorben. Danke. Sie legt sich dazu. Super. Erfroren ist sie. Bei was denn? Bei minus 4 Grad erfrierst du doch nicht. Quatsch. Danke fürs Gespräch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.